zusammen. Hier zeige ich euch meinen neuen fleißigen Gartenhelfer. Wenn wir in den Garten kommen, sagt die Frau: Mensch, Herr Schübler, wir haben uns so viel Zeit geschenkt, wo wir normalerweise einen Tag in der Woche den Garten gepflegt haben. Die Roboterrasenmäher, wenn ihr kauft für Zeitersparnis, dann Arbeitserleichterung. Wir haben halt Gärten bis 6000 Quadratmeter, die der Roboter pflegt. Wir hatten einen Aufsitzrasenmäher und einen Schieberasenmäher. Und die haben die Ecke mit dem Schieberasenmäher und die Großfläche dann mit dem Aufsitzrasenmäher gepflegt. Die Kunden kommen zuerst ins Geschäft oder rufen an. Ich empfehle den Kunden immer, den Roboter im Garten zu zeigen. Wir lassen den Roboter manuell im Garten bei dem Kunden laufen. Wir machen dann einen Termin, damit wir die Grundstücke uns vorher anschauen, damit es nachher auch keine Probleme gibt. Und wir sind dann auch ehrlich und sagen dem Kunden, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ist das sehr aufwendig, diese Geräte zu verlegen? Nee, aufwendig nicht. Wir haben halt eine automatische Kabelverlegemaschine dafür, die das Kabel ohne große Anstrengung quasi selbst verlegt, sodass man nur noch darauf achten muss, dass man keine Verlegungsfehler macht. Die Tiefe ist eigentlich relativ egal, weil der Roboter auch tiefere Tiefen erkennt. Das Gerät verlegt das Kabel so ca. 2 cm in den Boden. Und man muss halt nur schauen, dass es nicht sichtbar ist. Da wird halt zusätzlich noch eine Rückholschleife verlegt, eine Suchschleife. Wenn das Gerät leer ist, dann orientiert er sich an dieser Rückholschleife. Die wird einmal quer durch die Mitte verlegt und dann fährt er direkt an dieser Rückholschleife zurück in seine Station. Die Position eine Ladestation ist generell schon wichtig. Es muss halt in der Nähe eine Steckdose vorhanden sein mit Dauerstrom. Die Ladestation, die muss rechts und links Freiraum haben, sodass er mehr seine Einfahrt findet. Den Mäher kann man prozentual einstellen. Erst an diesem Suchkabel entlangfahren lassen und ihn dann Startpunkte geben, sodass er auch in entlegenste Bereiche reinfindet. Und das kann man prozentual, kann man dann den Garten sogar aufteilen. Der Mäher fährt beim Regen weiter, das macht ihm nichts. Durch das leichte Gewicht des Mähers nimmt es auch keinen Schaden am Rasen an. Und die größeren Modelle haben halt noch so ein zusätzliches Feature, das sich Wettertimer nennt. Am Messerteller misst er den Graswachstum des Rasens und wenn es halt viel regnet, wächst es halt auch schneller, sodass er dann öfter fährt. Und wenn es halt Trocknungsphasen gibt, dann fährt er halt morgens nur eine Runde zum Messen und merkt dann, es ist nichts nachgewachsen und dann fährt er wieder in seine Station für den Rest des Tages, damit er den Rasen nicht unnötig belastet. Die Roboter schaffen Steigungen bis zu 45%. Die 45% gelten bei 3200 Quadratmeter. Der Service ist genauso wie bei einem herkömmlichen Rasenmäher notwendig. Wir empfehlen das einmal im Jahr, machen dann eine komplette Wartung des Gerätes. Wir überwintern den Roboter auch und laden dann die Batterie einmal monatlich, damit die nicht tief entlädt. Wir spielen die neueste Software auf, wir wechseln die Messer, wir zerlegen das Gerät komplett, der wird komplett hier rein geschmiert. Also so ein Komplettservice. Hört sich gut an. Und tatsächlich, das funktioniert ja klasse. Cool. Und fährt. Also klappt fantastisch. Auch mit der neuen App. Super. Da kommt er, super. Aber ich sehe es auch genau auf dem Bild, wo er sich gerade versteckt hält oder schön fleißig arbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt auch so eine fleißige Gartenhilfe brauchen. Bis demnächst.